Oh, direkt wieder rück. Ja, das eine war ein schneller Abbruch, denn es waren die 15 Minuten ein bisschen ausgereizt. Deswegen machen wir jetzt schnell noch einen weiteren Soul Shard, den wir dann dafür benutzen. Für irgendwas, was jetzt gleich unten rauskommt. Ember Blaze oder Spinn. Das ist eigentlich mir relativ egal. Wenn es dann Nacht ist, die anderen beiden lassen wir eigentlich, könnten wir eigentlich im Inventar lassen. Das ist sowieso leer hier. Essen und das ist Monster, 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 Monster. Wo kann ja eigentlich auch rein. Pick. Flup, flup. Na gut, Hexical hier irgendwo hin. Zwei Truhen. Können wir erstmal da reinpacken. Habe ich natürlich keinen Platz mehr für. Aber draußen bestimmt noch irgendwo. Jo. Jetzt sollte ich doch was mit Wolle, das zumindest abdecken. Soul Reaper. Jetzt kommt auch die Dunkelreiter rein und dann ermöglicht das gleich auch mit den Sachen da vorne. So, hier wollte ich dann weiße Wolle reinmachen. Und drumherum so einen roten Ring und einen schwarzen Ring. Das wäre bestimmt nice aus. Obwohl wir das so machen könnten. Hier so, so. So. Und die Ecken noch so anecken würden hier. Da noch. Dann machen wir hier auch noch Sand hin. Dann sieht das bestimmt geil aus. So, jetzt schauen wir mal, ist hier schon irgendwas drin? Ja, sie fallen runter und dann kümmern wir uns mal eben schnell um die Spinnen. Weil die sind jetzt definitiv unten. Keine Armadillos-Feuer schlagen, weil da habe ich gleich einen Armadillo-Spawner, der bringt mir gar nichts. Gut, ich glaube auch Fleisch und ein bisschen Scaler oder sowas. Aber guten Tag, ihr Spinnen. Und Soul Shard für Spinnen ist auch drin. Nice. Den können wir jetzt eigentlich sozusagen im Inventar lassen. Und immer wenn wir es unterwegs sehen, einfach töten. Und direkt haben wir es. So, die tun wir auch. Und der Coin ist da, das sitzt da. Ja, muss ja eigentlich nicht hier drin bleiben. Kann. Wenn ich wirklich auf Touren gehe, aber warum nicht, wenn das jetzt so in der Nähe ist, können wir es doch benutzen. Jetzt wollte ich noch rote Wolle benutzen. Dazu brauche ich aber irgendwie roten Farbstoff. Ich glaube nicht, dass mit Lab, ach mit Redstone funktioniert. Nein, das war mir schon fast klar. Roten Farbstoff bekomme ich durch rote Blumen und rote Blumen habe ich eher weniger. Ne, hier. Nada. Nada, niente, nix. Auch nicht so schlimm. Packen wir den Rest weg. Den wir gar nicht brauchen, das kann weg. Ja, gehen wir pennen und machen dann direkt weiter, ja, ne? Komm, wir gehen schlafen. Set home. So, home gesettet. Und dann geht's jetzt eigentlich an die Arbeit, ne? Na, da haben wir das. Hier könnte ich ja den Tower hinmachen, den zweiten, den Spawn Tower. Wirklich, das ist wirklich dann Spawn Tower. Das andere warten wir drauf und Lava sammeln müssen wir eigentlich nur noch. Auch nicht mehr viel da ist das. Dann müsste ich mich eigentlich auf die Suche von mit Eimern auf Lavasuche machen. Ein Eimer. Müssen jetzt jeden Eimer mitnehmen, den ich finden kann. Ja, geh doch einfach mal weg. Nochmal zwei Eimer. Okay, ich hab doch Eimer hier. Ich wollte nicht direkt immer nach Hause laufen. So, 12 Stück. Na gut. Wenn wir nur 12 haben, ist es auch nicht so schlimm. Dann nehmen wir hier ein paar Big Packs mit. Wobei das, glaube ich, voll ist und das leer. Sieht's hier aus? Ne. Na gut. Dann suchen wir mal ein bisschen Lava. Vielleicht finden wir einen Vulkan. Lava nämlich zu finden ist ein bisschen blöd immer.
Lalalala. Denn Lava brauchen wir, oder wir finden sie unten in den Höhlen. Jumpen am besten nicht so weit, komm. Wir können auch unten in den Höhlen durchsuchen. Machen wir jetzt einfach einen Tunnel nach unten und geht auch schnell. Dann setzen wir mal hier einen Gang an. Weil hätten wir es ja dann hier. Gut, das war jetzt nicht so clever hier. Da brauche ich gar nicht so weit. Hier kommt dann ja... Ja gut, hier kommt dann schon die... Der erste Gang, dann kommt die Treppe. Da kriege ich schon... Oder werde ich mich schon irgendwie einig damit? Suchen wir eben schnell auf den schnellsten Weg unten Lava. Brauchen wir ja sowieso für ein Obsidian-Tor. Das kommt auch hier in der Nähe hin. Und wenn wir das alles haben, dann können wir schnell Lava suchen. Dann können wir die Schmelzerei betreiben. Dann können ein paar mehr Spawner machen. Und dann ist eigentlich unser Problem auch schon fast gelöst. Nur, dass das Schwert immer nicht wechselt. Soll es ja nicht. Wechselt er immer wieder auf Schwert hier. Na, natürlich weiß ich jetzt nicht die Höhe, weil ich die Koordinaten aushaben möchte. Denn das, was hier ist, bleibt sowieso nicht für immer. Von daher abgesehen. Oh, irgendwo ist eine Höhle unten. Nice. Was haben wir denn hier Schickes? Aluminium. Aluminium, komm doch ja mal. Nehme ich doch herzens gern Aluminium. Können wir nicht unsere Herzcontainer mitmachen. Da, 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 dann, da, dann, dann. Ab nach unten, ab nach unten. Ich habe noch keine Lava-Blubben oder sowas. Wird wohl gleich kommen. Skelette rechts auf dem Ohr. Ah, nehmen wir doch erstmal hier so eine Höhle. Toll, findest du wieder so einen Schacht. So, jetzt haben wir doch hier den Skelett und dann sagt er mir, Skelett hier killt. Muss ich den unten im Inneren Leiste haben? Das wüsste ich aber. Den Spider eher, aber den Pick gerade nicht. Da würde ich ja sagen, den tue ich ja rein, aber komisch. Sonst ist das doch nicht immer so. Schienen. Skelett. Killed 1. Habe ich aber schon mehrere von gekillt. Gibt es da nicht noch ein extra Mod, beziehungsweise eine extra Verzauberung dafür, oder was? Dass die Chance größer ist? Das wäre natürlich auch nice dafür. Hier ist aber auch nicht das meiste gut. Kupfer brauche ich aber nicht. Schienen. Ja gut. Aber so. Eher weniger. Die Sachen. Husch. Diamanten kann man mitnehmen. Das ist ja nicht das wilde Problem. Gut, Kohle hätte ich auch mitnehmen können. Aber dafür habe ich ja meine Blazes. Ah, irgendwo ist ein Enderman. Enderman. Ja, aber hier... Oh, Gold. Gold lässt sich mitnehmen.
Ja, gehen wir wieder raus. Brauchen wir nichts hier. Ah, Enderman. Nehmen wir glatt mit. Wenn er das doch schon so frei steht da vorne. Oh. Essen. Klack, Creeper weg. So schnell geht's heute mit den Creepern. Nicht kompromisslos einfach auf die Fresse hauen. Ah. Ah. Das lässt doch meine Augen wieder höher schlagen hier. Shiny Bubble nehmen wir mal mit. Gunpöder und der Rest. Was bin hier drinne? Na komm. Wollen keine Spinnen mehr spawnen hier? Na, Lava. Dankeschön. Na komm her, Spinni. Sagt da. Vier Spinnen getötet. Vier Spinnen schon. So. Na, Herr Mumie. Na, Herr Mumie. Hallo, Frau Spinne. Können Sie aber bitte mal drauf gehen? Alter Schwede. Hallo. So, erstmal den ganzen groben Mist weg. Grober Mist, grober Mist, grober Mist. Die kommen da vorne hin, das kommt dahin. Hat er 6, alles klar. Hm. Das ist natürlich auch geil mit den Dingern jetzt hier, ne? Lass uns mal in der Wand stecken. Es gab so ein Schwert, ach so. Brauche ich aber nicht, gibt es aber auch keine Soul Shard dazu. Schade eigentlich. Hätte ich jetzt gedacht, wäre schön gewesen. Ein Lava-Eimer ist auch immer schön, aber ich brauche noch ein paar mehr davon. Ah, hallo Spinne. Reicht mir aber, wie gesagt, noch nicht ganz. Kuckuck. Dann ist ein Busch. Aber sonst ist hier nichts Berauschendes, sondern ein paar kleine Materialien, die man immer mitnehmen kann. Sonst das überfliegende Zeug nicht. Hallo Creeper. Hallo Skelett. Hallo Zombie. Also ich bin mal eine Etage höher gegangen. Schauen. Hallo Spinny. Also wie gesagt, da mal auf die Uhr gucken. Wo ist er? Hier. Hallo. Nehmen wir doch glatt den Eimer hier mit. Lapis. Und wenn sie so gierig aussehen würde, nehme ich das Gewehr mit. Ist ja nochmal Lava, ne? Das ist nur so eine nicht verronnene Quelle, obwohl sie eigentlich ja verronnen gehen sollte. Dank den ganzen Updates. Na komm, nimm was auch mit. Nein. Nur ein oller Zombie. Den hier reingeschickt. So, ich weiß, dass ich hier irgendwo durchkam. Ah, hier sieht's gut aus. Nur mal ein bisschen Wetzer mit. Schaden kann es ja nicht. La 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 la. Kohle, komm. Was haben wir denn eigentlich hier drauf? Efficiency fehlt eigentlich noch, dass es noch ein bisschen schneller geht. Ich glaube hier. Ich glaube, keine Ahnung. Da vorne sieht es nach Lava aus. Lava, Lava, Lava. Oh, komm, Sandblock. Mach die Biege. Ich will nur den Lava einmal mitnehmen. Für mein Obsidian. Ich weiß gar nicht, was ich andere verbraucht habe.
Hier war es wieder richtig und dann gehen wir schnurstracks weiter nach unten. Einmal hier Stone nehmen. Und eine gemütliche Linie einziehen und dann müssen wir, weil es jetzt ziemlich weit drüber ist, auch beenden. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash.lp und tschüss.